Ja, herzlich willkommen zurück, meine werten Freunde, zu einer neuen Runde, die Sims 4. Und Arne scheint sich noch immer über das Radio zu freuen. War es nicht sogar eine seiner Aufgaben? Ach, okay, gut, hat er sogar abgeschlossen. Die Aufgaben, die täglichen Aufgaben, das finde ich ja sehr schick. Und jetzt holt er sich erstmal was Genüssliches zu trinken. Haben wir eigentlich noch... Nee, haben wir nicht. Alte Sachen. Und muss ich heute eigentlich noch arbeiten? Nee, ich habe heute keinen frei. Dann könnte man nicht mal die Ashley wieder einmal einladen. Sozial. Was können wir machen? Wir machen einfach mal Spiel spielen. Okay, gut. Gut, du machst jetzt was anderes. Du willst dir die Hände waschen. Ja gut, muss man glaube ich nicht genau darauf eingehen. Warum man sich. Ja gut, kann natürlich sein, dass hier das der PC bei Leon so ein bisschen in dein Kinderzimmer ein bisschen ja verseucht ist, möchte man fast sagen. Hier, guck mal, hier sehen wir ja auch hier Harry Potter und so alles. Also Leon steht natürlich darauf und jetzt mache ich mir fließende. Ach, das kostet ja Geld, ne? Dieser Tee. Dieser Oolong-Tee. Wie wird denn der gemacht? Ich würde mal sagen, das gucken wir uns mal an. Da haben wir uns auch noch nie angeguckt, wie das da gemacht wird mit dem Ding. Oolong-Tee. Machst du jetzt Oolong-Tee? Ja, Leon wurde befördert. Das gucken wir uns gleich an. Aha. Ein Oolong-Tee. Seit wann trinke ich Oolong-Tee? Das weiß ich nicht mal selbst. Gut, okay, Leon wurde auf jeden Fall befördert und ist jetzt Modulreiniger. Er verdient jetzt 9 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 37 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 581 Simoleons, Astro-Sonnensystemlicht. Seine nächste Schicht beginnt am Donnerstag um 12 Uhr. Modulreiniger. Okay, aber Samstag und Sonntags hat er sogar frei. Was sind seine Ziele jetzt? Logikfähigkeit. Gut, das hat er sogar. Trainieren, nicht begonnen. Okay. Aber er hat auch kein... Wieso isst du das verdorbene Brot? Du dummer Idiot. Was für ein dummer Idiot. Er isst dieses... Nun räum es auf. Hier, komm, hier. Aufräumen, los. Mach den Kram da weg. Das will keiner haben. Und Arne ist kokett. Ach, weil er sich eine... Oh, ist das schön. Arne ist kokett, weil er sich eine Romanze angeschaut hat im Fernsehen. So. Müssen andere nicht sogar von Arbeit kommen? Der kommt erst um 19 Uhr. Einladen, hier abchecken. So, wollen wir mal gucken, ob die überhaupt da ist. Zack. Jawohl. Ach, die ist gerade beschäftigt. Gut, okay, dann ist sie noch auf Arbeit. Suchen wir einfach mal für Leon jemanden im Chatten raus. Ist da eigentlich irgendwas bei Leon? Nicht wirklich. Also eine weibliche Person nicht wirklich momentan. Und Andre hat 423 Simoleons nach Hause gebracht. Wow. Außerdem hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das hört man auch mal gerne. Aber jetzt ist er auch ein bisschen hungrig, so scheint es. Ach, er muss noch programmieren.
Mir-Fähigkeit erreichen, Level 3. Ah, okay, gut. Du kannst aber jetzt erstmal auch deine Einladen hier abzwecken. So, hast du auch zufällig eine Die-Erstellung, glaube ich, hast du nicht dran, ne? Aber du kannst mal ausprobieren, ob sie da ist. Sui wird gleich da sein. Na, dann haben wir schon mal etwas geschafft. Angespannt. Nicht genug Training wegen Magma aktiv. So, dann, ja, dann geht auch hier trainieren. Training. So. Ah, hier, von jetzt ein Kompliment machen. So, zack. Gemeinsames Foto machen. Los, komm. Zack, aus damit. Und wieso? Haben wir es jetzt mal aufgehört, als sie im Schlafanzug war? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Süße? Oh, nein. Sag mir jetzt nicht, dass das Radio kaputt ist. Und hör auch auf zu chatten. Also jetzt haben wir hier gleich zwei, die gleichzeitig flirten. Mal gucken, was dabei rauskommen tut. Ah, okay, gut, sie spricht schon, wir ins Bett gehen wahrscheinlich gemeinsam. Können wir knuddeln? Oh, jetzt geht sogar. Oh, Bronich, Nilsi, Breknu, Silboy, Squamish, Nemo, Essenoi, Flareeb, Kinaru, Seneki, Blindy, Hislop, Sibawoom, Squamish, Nibanu, Also die sind alle schön am Mecken. Nee, nicht Mecken. Und jetzt beschwert er sich jetzt darüber. Er ist noch. Aktive Sims brauchen körperliche Aktivitäten. Nen Trainier. Kaum hier Pausen, ist nicht erlaubt. Trainier weiter. Das ist alles, was du kannst. Komm, 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 komm. Zieh, Junge. Ey, das ist Level 2. Oh, André ist kokett. Oh, so dork. Oh, er fühlt sich unwohl. Dann geht er auf die Toilette. Ja, wir kommen gleich wieder. Ich kann gar nicht mehr machen. Mal gucken, was passiert, wenn er jetzt gleich fertig ist. Erstmal mit Pinkeln. So, wir kennen natürlich eigentlich die Antwort drauf, aber wir fragen trotzdem mal nach. Besser ist besser. Was? Mit Familie? Wieso mit Familie angeben? Wo gehst du jetzt hin? Ah, okay, gut. Da oh, ist das Klo auch schon wieder kaputt. Ich drehe hier am Rad, was hier gerade alles kaputt ist. So, Leon liegt schon im Bett. Schlafen. Okay, gut. Jetzt sind die beiden Mädels hier. Parnaquap Dufa? Samba. Bafani Dawi. Rubara. Muss eigentlich Arne schon wieder. Er spielt Sportspaß. Kannst du reparieren, Arne? Ich vergesse es immer. Wer repariert? Ja, er kann sogar recht gut reparieren. Reparieren.
reparieren. Ja, tut mir leid, Anna, aber du musst es jetzt mal hier kurz reparieren. Oh, Ben Boy! Jarjuk, Zarazan. Sturm Garsha Thark. Thark, Thark. Itak. Thark. Wir haben wieder eine Aufgabe geschafft. Komm, wir werden über Aussehen machen. Techtel möchte mit jemandem. Hände küssen. Komm, probieren wir das mal aus. Mal gucken, ob die beiden schon soweit sind. So, klappt das? Haben Sie schon einen Beziehungsstatus? Toteltauben. Mehr Ausfall, Romantik. Man kann euch Baby machen. Das kann man natürlich auch machen. Garza? Sehr kokett. So, ich habe diese Einladung bekommen. Ich sollte das so machen. Ich muss los. Nein! Achso, hä? Sie sagt jetzt. Ach doch, jetzt geht sie trotzdem. Naja, gut, ist ja auch egal. Hast du jetzt beide schon repariert? Ja, hat er sogar schon. Ah, okay, gut. Ach, ich bin auch schon im Bett. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Man kann fast nie irgendwas machen, richtig? Das ist gerade etwas uncool gelaufen. So, und danach kannst du eigentlich ja fast gleich nochmal duschen. Und du kannst auch gleich eine erfrischende Dusche nehmen. Warum? Warum hast du jetzt vielleicht das Pissen abgebrochen? Das ist Leon. Man muss ihn nicht verstehen. So, jetzt gehst du mal auf Toilette hier, machst mal dein Geschäft da fertig. Und dann weiter geht's. Ja. Hast du denn jetzt deine Tagesaufgabe schon abgeschlossen? 50% erst. Das sieht übrigens ja aus wie das Pittsburgh Steelers-Zeichen, ein bisschen, also von der Footballmannschaft. Ist mir gerade jetzt irgendwie so aufgefallen. So ansatzweise möchte ich es nennen, also jetzt nicht komplett, aber ansatzweise. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal wieder in eine Nacht hier. Ach, guck mal, ist das Haus nicht süß. Und auf geht's in eine neue Nacht.